Wenn wir unseren Tagesablauf näher betrachten, werden wir schnell feststellen, dass Entscheidungen ein maßgeblicher Teil unseres Lebens sind. Morgens, wenn dein Wecker klingelt, schießen tausende Gedanken durch deinen Kopf. Soll ich weiterschlafen? Was ziehe ich an? Was soll ich frühstücken? Unbewusste Entscheidungen, die man meistens aus Emotionen heraus trifft. Wir sind uns ihnen nicht einmal mehr bewusst, denn es sind alltägliche Gewohnheiten geworden, die unseren Alltag bestimmen. Denn wer denkt heute noch darüber nach, seine Zähne zu putzen oder sich zu waschen? Es sind selbstverständliche Handlungen geworden, denen man nachgeht. Hirnforscher haben herausgefunden, dass der Mensch ca. 20.000 Entscheidungen pro Tag trifft. Das nennen sie Blitzentscheidungen. Viele dieser Blitzentscheidungen sind auch in Ordnung. Stellt euch einmal vor, man müsste über jede Kleinigkeit tief nachdenken. Das würde das Leben unglaublich schwer machen. Entscheidungen rühren immer aus einer Lebenseinstellung her, die man in sich trägt. Du willst reich und berühmt werden und die Dunja in all seiner Pracht genießen? Wisse, dein ganzes Leben wird sich diesem Ziel unterordnen müssen. Wenn du dich dafür entschieden hast, das Wohlgefallen Allahs zu erreichen, dann wirst du alles im Leben dieser Entscheidung unterordnen müssen. Du wirst deinen Umstand richtig betrachten und mit einem Bewusstsein dieser Aufgabe nachgehen. Denn es gibt im Leben gewisse Schlüsselmomente. Es sind Situationen und Augenblicke, die maßgeblich deine Zukunft beeinflussen. Deshalb sollte man sich gut überlegen, welche Entscheidung man als nächstes trifft. Werde ich studieren oder eine Ausbildung beginnen? Wann werde ich heiraten? Bei wichtigen Angelegenheiten muss man sich gut überlegen, welche Entscheidung man trifft. Ich möchte euch das Beispiel von Ali ibn Abi Talib radiallahu anh geben, der uns aufzeigt, was es heißt, wichtige Angelegenheiten durchdacht zu entscheiden. Rein und unschuldig wie er war, ging er als kleines Kind zu seinem Cousin Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hörte sich an, welche Religion er zu verkünden hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wir beten Allah, den Einzigen, an. Ich rate es dir ebenso zu tun. Neige niemals dein Haupt vor Allat, Al-Uzza oder anderen Götzen. Ali radiallahu anh entgegnete ihm: Von so etwas habe ich noch nie gehört. Ich will zuerst meinen Vater fragen und es dir dann sagen. Verständlich für einen kleinen Jungen, dass er seinen Vater um Erlaubnis fragen möchte. Auf dem Weg zu seinem Vater passierte dann genau dieser Schlüsselmoment, der dafür sorgte, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anh in die Geschichte der Menschheit einging. Er traf eine Entscheidung zugunsten des Paradieses. Warum soll ich meinen Vater fragen, ob ich Allah, den Allmächtigen, anbeten darf? Er ist der Schöpfer meines Vaters und allem anderen. So ging er zurück zum Gesandten Allahs und nahm den Islam an. Allahu Akbar, die wohl beste Entscheidung, die er getroffen hat. In einer Gesellschaft, die umgeben war von Götzendienst und in der das Recht des Stärkeren galt, entschied sich der junge Ali radiallahu anh für das Paradies. Dieses Verhalten sollte uns ein beispielhaftes Vorbild dafür sein, aus welcher Brille wir das Leben betrachten und welche Entscheidungen wir treffen sollten. Wenn wir immer wieder falsche Entscheidungen treffen, liegt es an der Perspektive, wie wir das Leben betrachten. Der Tod, das Paradies, die Hölle und schlussendlich unser Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala, der Erschaffer von Himmel und Erde. Dieses Bewusstsein darüber sollten wir uns stets vor Augen führen, um richtige Entscheidungen zu treffen. So brachte es der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Punkt, als er sagte: Scharfsinnig ist derjenige, der sich selbst kritisch betrachtet und nach dem strebt, was ihm nach dem Tode zum Wohle gereichen wird. Und schwachsinnig ist derjenige, der Sklave seiner Begierden bleibt und von Allah nur die Erfüllung seiner Wünsche erbittet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns stets zu denen gehören lassen, die Entscheidungen treffen, die seine Zufriedenheit mit sich bringt. Allahumma amin.